Herzlich willkommen hier wieder im Umi-Haus. Ich bin in meinem Atelier hier. Mein Name ist Uwe Hellenbrand. Und heute möchte ich euch mal zeigen, wie ich ein paar kleine Bilder einfach so auf Papier für die Terrasse mal. Um die Terrasse zu schmücken, ich zeige euch, wie die Bilder gemalt werden. Ich zeige euch, wie ich die anbringe mit Tapetenkleister. Das geht wunderbar. Erstmal einen kleinen Ausschnitt darüber, wie das denn aussehen kann. Ab geht's. So, hier sieht man ein Bild. Habe ich für die kleine Laterne mit den Blumen drin gemacht. Und drei Bilder für an die Wand. Hier noch ein paar andere Utensilien aus dem Umi-Haus, aber es geht ja um die Bilder hier. Da sieht man dann auch, wie sie angeklebt sind. Und hier sind wir schon dabei, das ist das Bild in der Laterne. Alle Farben sind ein dunkles Grün, ein helles Grün und ein Silber. Hier habe ich noch ein paar Striche mit einem Kohlestift dabei gemacht, so dass das ein bisschen fälliger aussieht. Ein paar Tropfen drauf. Aber alles in den Farbtönen. Hier kommt das Silber dabei. Und so sieht dann das fertige Bild aus, was später in der Laterne ist. Für die anderen Sachen habe ich zwei Blumentöpfe gemacht, ein paar Blumen reingestellt. Wieder in dem hellen und dunkelgrün und mit dem Silber dabei. Das sind sie, unsere Höllenbergmännchen. Höllenbergmännchen sind von verschiedenen Künstlern hier gemacht, aber auch von Kindern. Die Höllenbergmännchen sind hier überall am Höllenberg in Assmannshausen. Und deswegen müssen die auch auf unserem Terrassenbild sein. Ihr habt immer eine Ansicht davon, wenn sie zum Trocknen hängen, im Atelier. Die Höllenbergmännchen. Die gibt es nur in Assmannshausen am Höllenberg. Und so sieht es dann am Abend aus. Hier von anderen Künstlern auch noch Skulpturen. Und natürlich jede Ecke auch noch, wenn man genau hinschaut. Nicht nur Höllenbergmännchen, sondern auch die Venus vom Rhein. So. Das ist meine Kunstaktion Venus vom Rhein. Aber heute ging es ja um die Terrasse und deswegen schauen wir noch einmal drauf. So ist das gegangen. Leider sind die Aufnahmen von dem Tapetenkleister anbringen nichts geworden. Aber ich habe auf die Betonwand einfach Tapetenkleister gemacht. Auf die Bilder hat Tapetenkleister dran geklebt. Wir werden sehen, ob es hält. Ich sag euch was. Wenn ihr eine bessere Idee habt, könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben. Am Abschluss habe ich jetzt noch mal ein Bild, warum ich das gemacht habe. Das ist nämlich meine Frau Emmy. Und die muss man glücklich machen, weil Happy Wife, Happy Life. Bis dann, euer Umi-Haus, Uwe Hellenbrand. Tschüss zusammen.